Das Witzigste ist ja noch, wer alles gratuliert. Ich meine, wahrscheinlich packe ich jetzt gerade irgendwas rein, wer gratuliert hat und was macht der da? Peace, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich hatte ich gerade diese Kapuze hier so aufgesetzt, damit es aussieht, hätte ich. Ich habe sie gerade im Endeffekt doch wieder abgenommen, weil es irgendwie doch nicht so stylisch aussah. Also, auf jeden Fall, das Video ist einfach nur, um mich so richtig doll bei euch zu bedanken für diese 1000 Abonnenten, die ich jetzt wirklich erreicht habe. Und ich habe keine Ahnung, ob die jetzt wieder gelöscht worden sind, weil ja heute eigentlich die Abonnentenzahl gelöscht werden sollte. Und da hat gerade jemand an die Tür geklopft, aber jetzt bin ich beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt die Abonnentenzahl noch da steht, diese 1000, aber falls nein, dann ist es auch scheißegal. Ich habe sie erreicht, es ist einfach krass. Und an alle, die Glückwunsch wünschen, ganz viele haben schon jetzt geschrieben, in Skype und auf Facebook, auf Twitter sogar schon, auch in den Kommentaren, als Privatnachricht, überall wurde mir jetzt schon keine Ahnung, wie viele Nachrichten geschickt, als herzlichen Glückwunsch an 1000 Abonnenten. Und ich kann einfach sagen, herzlichen Glückwunsch, warum? Ihr könnt mir keinen Glückwunsch wünschen, weil es liegt nicht an mir, es liegt an euch, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Also ich kann mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr sozusagen dieses eine Vertrauen in mich hattet. Das kann ich auf jeden Fall machen und das ist wirklich ein Gefühl, dass die Leute überhaupt denken, ja, bei denen lohnt es sich zu abonnieren. Dieses Gefühl freut man sich einfach am meisten, wenn man so an so eine Zahl wie 1000 rankommt, dass überhaupt 1000 Leute diesen einen Gedanken hatten, ja, bei denen lohnt es sich zu abonnieren. Und das macht mich gerade in diesem Moment richtig geil, richtig, ja, das geilt mich auf. Das macht mich in diesem Moment gerade richtig glücklich. Und das Witzigste ist ja noch, wer alles gratuliert. Ich meine, wahrscheinlich packe ich jetzt gerade irgendwas rein, wer gratuliert hat und was macht der da? Guck mal. Wie kommt er einfach auf meinen Kanal und gratuliert mir für die 1000 Abonnenten? Ich check das erstmal nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass und das ist mir eine große Ehre. Nicht, weil du ein großer, bekannter YouTuber bist mit ganz vielen Abonnenten, sondern einfach so von deiner Person her bedanke ich mich sehr bei dir, weil du wirklich für mich so als dein Charakter her, wie du einfach deine Art, wie du die Sachen siehst. Daher ist es für mich einfach eine große Ehre, dass ich von dir die Glückwünsche bekomme. Es ist einfach richtig krass und deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, Simon. Keine Ahnung, ob du das guckst oder nicht. Falls nein, ist egal, dann sagt ihr es ihn. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall richtig krass, dass so viele jetzt die Glückwunsch geschickt haben. Meine Zunge ist wieder leider kaputt. Die ist nur für eine Sache gut. Also sag ich euch nicht. Also für alle Mädchen unter euch, fühlt euch bitte nicht angesprochen. Auf jeden Fall, ich hoffe, die Facecam gerade läuft flüssig, weil die hat letzter Zeit irgendwelche komischen Spacko-Sachen gemacht. Und das Gameplay, was ihr gerade im Hintergrund seht, habe ich leider die Tonspur irgendwie ist auch kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum, also zumindest meine Tonspur. Und es ist nur ein bestimmter Teil von der Tonspur da. Und den kann ich euch jetzt in einem Clip zeigen. Okay. Da kommt einer, da kommt einer. Renn! Oh Gott, ich bin Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die kommen einfach von allen Seiten. Clip und alles schön und gut. Und ich weiß jetzt noch nicht, der Typ, der mit mir mitgespielt hat, der wollte jetzt einen neuen Kanal aufmachen. Deswegen werde ich ihn nochmal anschreiben. Habe ich angeschrieben. Ich warte jetzt nur auf den Link. Und dann werde ich ihn auch unten in der Beschreibung verlinken. Also für alle, die es sehen wollen, unten einfach mal reingucken in die Kanalbeschreibung. Vielleicht ist der Link ja schon längst da. Wundert es euch nicht, die Facecam ist gerade weg. Ich muss gerade zum vierten Mal nachsynchronisieren, weil die Facecam ist einfach weitergelaufen, aber die Tonspur ist dabei abgekackt. Also nicht wundern, die Facecam ist jetzt auf einmal plupp verschwunden nach dem Clip. Und auf jeden Fall, es ist so, ich werde gleich gegen 5 Uhr oder sowas auf einen bestimmten TS gehen, wo wir alle was Bestimmtes zusammen machen werden. Nämlich wurde mir von Psylord, also den lieben Tim und den Erdbeer-Joe, wurde mir ein TS zur Verfügung gestellt, also sie haben ihn mir ausgeliehen und sagen, jo du, wenn du jetzt da nicht gleich mit 20, über 20 Leuten auftauchst oder so, dann kannst du hier ruhig gleich ankommen mit den Leuten und so, ne? Und ich habe ihn nämlich gefragt, also ich hatte nämlich vor gleich, weil es jetzt von euch schon so viele da sind, wollte ich einfach mal sagen, jo, ich gehe gleich auf diesen TS
warte, bis so und so viele Leute schon da angekommen sind und dann gehen wir alle in den zocken etwas zusammen und so. Und dann gehen wir einfach in den Aufnahmeraum und nehmen da alle zusammen einfach so eine richtig Chaos-Folge auf. Also, wo, keine Ahnung, so 10 Leute oder mehr, falls das sind, also 10 bis 20 Leute maximal. Wenn die da so richtig nur Chaos durcheinander reden in der Aufnahme und das ist einfach, keine Ahnung, ich würde es einfach übelst feiern und übelst lustig finden. Deswegen also gegen 15 Uhr, also 17 Uhr, nicht 15 Uhr, 15 sind es gleich, gegen 17 Uhr dann ungefähr, oder 5 Uhr, für die, die 17 nicht wissen, wie viel 17 ist, bin ich gleich auf diesen einen bestimmten TS und warte dann in irgendein Sprechzimmer, also in irgendein Channel auf euch. Dort heiße ich übrigens dann auch Gaming Maisy oder Gaming Maisy Mickey, je nachdem. Und da könnt ihr einfach in den Kanal reinjoinen und dann später ziehe ich euch alle in den Aufnahmeraum rein, wo wir dann alle zusammen aufnehmen werden. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank nochmal daran, dass ihr wirklich alle an mich glaubt und mir diese eine Chance gibt, mich zu beweisen, was ich auf YouTube irgendwas bringen kann. Und wir sehen uns dann vielleicht einige von euch gleich in den TS. Und auch vielen Dank für die ganzen Bewerbungen, die ihr alle geschickt habt. Es sind richtig gute Intros dabei, es sind auch gute Banner dabei, es sind auch gute Bewerbungen für Mikis Empfehlungen dabei. Also alles Mögliche im Großen und Ganzen, ihr seid einfach klasse. Und ich glaube, jeder sagt das, aber ich finde, viele YouTuber haben einfach diese eine Community, wo einfach einige Leute davon irgendwie so voll arrogant sind, voll asozial und sowas. Und ich finde, in meiner Community, zumindest die, die in den Kommentaren sind, es ist einfach keiner davon ist arrogant oder irgendwie asozial. Und ich finde, irgendwie seid ihr alle so richtig klasse, weil wenn ich unten in die Kommentaren reingucke, von den Leuten, die kommentieren und mich abonniert haben, sind einfach nur super krasse Kommentare da, die super geil sind. Manche, die mehr oder weniger komisch sind, wie, sag ich jetzt nicht. Und andere Leute, die mich nicht abonnieren, kommen natürlich manchmal auch und sagen, hey, du bist scheiße. Und das ist irgendwie YOLO. Vielleicht bin ich auch scheiße. Wer weiß. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr einfach die beste Community seid. Das kann ich einfach mal sagen. Wir sind eine kleine, was das klein, wir sind jetzt 1000 Leute, aber im Gegensatz zu anderen Leuten, die über, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten haben, sind wir eine kleine, aber feine Community. Und deswegen nochmal einen riesengroßen Dank an euch, dass ihr so super geil drauf seid. Und wir sehen uns dann gleich in den TS. Daten und alles ist unten in der Beschreibung. Link von, vielleicht von diesem einen Typen, der mit mir mitgespielt hat, Jeremy. Oder, nee, Jeremy, sorry, Alter, jetzt bin ich schon viel Memo drauf. Einfach alle Jeremy nennen. Er heißt Jerry, ist unten in der Beschreibung, falls er mir endlich den Link gleich schickt. Hab auch da schon 2 Skype-Anfragen, vielleicht ist einer davon er. Nochmal auch unten in der Beschreibung Erdbeerjoe und Psylord und verdammt, so viele Links muss ich jetzt reinpacken. Ihr macht mir echt zu viel Arbeit. Und in der Beschreibung drin packe ich auch noch die TS-Koordinaten, falls ihr dann auch gleich auftauchen könnt gegen 17 Uhr. Also dann, peace out, bis zum nächsten Mal oder bis gleich im TS. Bye! In the black lines. Maybe this is a night.